Was geht? Wir sind heute mal wieder in einem neuen Gitarrenvideo, um genauer zu sein, dem 12. Gitarrenvideo. Ein bisschen verspätet, ich weiß, jetzt am Samstag, sollte euch aber bitte nicht so sehr stören. Ja, also, ihr habt jetzt als Intro das alte und ihr werdet auch als Outro das alte sehen. Aber ich habe euch ja versprochen, ich zeige euch heute das neue Intro und das neue Outro. Ja, also starten wir mit dem neuen Intro. Intro ab. Das war auch schon das Intro. Kommen wir aber jetzt zum Outro. Also Outro ab. Das war auf jeden Fall das neue Outro. Die zwei Sachen, also das neue Intro und das neue Outro, werden euch jetzt in den nächsten Videos auf diesem Kanal begleiten. Ich hoffe mal auf jeden Fall noch ein bisschen länger. Ja, aber ihr wisst, am Montag, also am 2. Oktober, kommt ja dann auch schon das erste Minecraft Special Video. Aber wir sind jetzt immer noch in diesem Gitarrenvideo und ich habe euch ja noch gar nicht gesagt, was wir heute spielen bzw. singen. Also, der Titel lautet Auf uns und der ist von Andreas Burani. Ja. Also, kommen wir jetzt aber erstmal zu Akkorden, dem Schlagrhythmus und dem Capo. Wer das also jetzt nicht sehen will, weil er keine Gitarre spielt oder lernen will, der überspringt einfach. Aber wir kommen jetzt erstmal zu den Akkorden. Und ihr seht schon, ich greife hier das G und ich mache das mal kurz groß. So, jetzt müsst ihr das auch schöner sehen. Hier ist jetzt also der erste Akkord, den wir brauchen, und zwar das G-Dur. Der zweite Akkord, den wir brauchen, lautet E-Moll. Der dritte Akkord lautet D-Dur. Und der vierte Akkord lautet C-Dur. Und das waren auch schon alle Akkorde, die wir in diesem Lied brauchen. Kommen wir jetzt also zum Schlagrhythmus. Ja, der ist hier ganz simpel gehalten und zwar ist er einfach folgendermaßen. Das war's quasi schon. Jetzt aber noch zum Capo. Hier seht ihr es. Das ist auf dem zweiten Bund. Ja. Und ich würde sagen, wir fangen jetzt auch endlich mal an. 1, 2, 3, 4. Thank you.
war Auf uns von Andreas Burani. Ich hoffe, es hat euch gefallen und natürlich wie immer Abo und Like nicht vergessen. Glocke könnt ihr dann natürlich auch gleich aktivieren. Und jetzt das Outro. Bye bye, wir sehen uns im nächsten Video.